Wann hat die Manipulation der Market Maker endlich ein Ende? Auf welche Zahlen, Daten und Fakten sollte man besonders achten? Und wie viele Bitcoin liegen eigentlich noch OTC und sorgen somit dafür, dass der Bitcoin trotz stärkerer institutioneller Nachfrage nicht komplett nach oben hin ausbricht? Mit diesen und vielen weiteren Fragen, sowie beispielsweise auch mit Fragen rund um den Zyklus betreffend für die nächsten Wochen und Monate, beschäftigen wir uns im heutigen Video etwas genauer. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video beschäftigen wir uns vor allem auch mit marktbewegenden Fragen. Diese habt ihr mir gestellt auf YouTube und auch auf Instagram. An dieser Stelle vielen Dank fürs Fragen stellen und selbstverständlich auch vielen Dank fürs regelmäßige Bewertung dalassen. Das hilft mir und meiner Arbeit extrem weiter. An dieser Stelle wollen wir auch gar nicht lange um den heißen Brei reden, sondern springen direkt mal auf die erste Frage. Diese lautet: Theoretische Frage, wären diese krassen Marktmanipulierer nicht daran interessiert, das permanent zu machen? Diese Woche den Bitcoin 5% nach oben, nächste Woche wieder 5% short. Das passiert doch quasi jederzeit. Die Frage bezieht sich hierbei auf eines unserer letzten Q&As, wo ich ausführlich auf die Marktmanipulation der Market Maker eingegangen bin. Schau es dir gerne an, falls dich interessiert, wie das funktioniert. Ja, theoretisch ist es natürlich dauerhaft so, dass die Market Maker davon profitieren, den Bitcoin in gewünschte Liquidierungszonen zu ziehen. Das Ganze passiert auch auf jeweiligen Timeframes, das heißt, wir schauen uns ja oftmals die 3-Tages-Entwicklung an oder die 1-Wochen-Entwicklung. Gerade auch auf dem kurzfristigen Timeframe, also über Minuten oder Stunden, sehen wir hier allerdings auch immer wieder Liquiditätscluster, die für uns jetzt nicht groß erscheinen, für die Market Maker allerdings trotzdem sehr profitabel sind. Und genau da gehen die Market Maker natürlich auch hinterher. Dabei können sie natürlich nur begrenzt Druck auf den Bitcoin auswirken, egal ob nach oben oder nach unten. Auch Market Maker haben begrenzte Mittel. Das heißt, wenn es auf beiden Seiten genug Trader gibt und genug Liquidität im Markt herrscht, dann haben die Market Maker es auf jeden Fall schwieriger, den Kurs in die ein oder andere gewünschte Richtung zu drücken. Das heißt, ja, das Interesse besteht dauerhaft. Die Möglichkeit wird allerdings eingeschränkt, je nachdem, wie hoch die Liquidität bzw. das Volumen im Markt ist. Passend dazu wurde ich noch gefragt, sehr gut erklärt, wäre interessant zu wissen, wie viel Kapital die Market Maker haben oder anders, wie hoch muss das Handelsvolumen sein, damit die Market Maker keinen Einfluss mehr haben? Dann wissen wir endlich, wann diese zähe Phase aufhört. Phase natürlich. Das Ganze ist natürlich relativ zu sehen, denn die Market Maker haben jetzt keinen Pot, wo sie Kapital rausnehmen und wieder zurückgeben, was man jetzt so irgendwie öffentlich zugänglich hat. Am Ende des Tages geht es vor allem um Marktstimmungen und Marktentwicklung. Denn wir sehen, dass wenn die Stimmung im Markt bullischer wird, dass automatisch das Volumen ansteigt, mehr Leute handeln und es die Market Maker dann umso schwieriger haben, den Bitcoin in die ein oder andere Richtung zu drücken. Für uns geht es ja jetzt ganz klar darum, dass wir aus dieser Konsolidierungsphase der letzten 7 Monate wirklich nachhaltig ausbrechen. Und genau das ist meiner Meinung nach auch nötig, damit eben diese Manipulation nicht mehr so einfach stattfinden kann. Allerdings braucht es dafür eben stärkeres Retail-Interesse und ich würde gar nicht unbedingt jetzt genau auf das Volumen schauen, sondern auf die Marktstimmung punktuell und vor allem natürlich auch auf das Gesamtinteresse. Denn wir sehen, dass das Suchvolumen in Bezug auf den Bitcoin immer noch extrem gering ist. Also es kommen wenig neue Marktteilnehmer in den Markt. Momentan ist es eben so, die meisten, die jetzt gerade traden bzw. im Markt aktiv sind, sind dies auch schon seit 7 Monaten oder darüber hinaus. Ich für meinen Teil beispielsweise habe vor einigen Monaten bereits größere Tranchen gekauft, in den letzten Wochen immer mal wieder kleinere Tranchen. Allerdings positioniere ich mich jetzt nicht groß anders. Ich habe jetzt nicht das Interesse, nach einem 5% Anstieg alles zu verkaufen oder auch jetzt nicht aus FOMO nachzukaufen. Und ich denke einfach, dass wir eben aus dieser Bewegung ausbrechen müssen, damit so wie ich auch viele andere Marktteilnehmer hier gewillter sind, auch wieder im Markt zu partizipieren. Das heißt, schuld für das geringe Volumen sind wir eigentlich alle, wobei es ist ja eben auch verständlich, dass wir nicht handeln, wenn sich der Bitcoin nicht bewegt. Wir bräuchten einfach endlich mal stärkere Kaufimpulse, um eben nachhaltig aus diesen nervigen Bewegungen auszubrechen. Dann kommt das Retail-Interesse von ganz alleine und dann würde eben auch das Volumen größer sein, sodass die Market Maker eben nicht mehr so ein einfaches Spiel haben. Eines der Probleme, die wir im Zuge dessen eben auch aktuell immer noch haben, sind natürlich die OTC-Desk. Die Frage in Bezug auf die Funktion der OTC-Desk haben wir uns ebenfalls in der Vergangenheit etwas genauer angeschaut. Am Ende des Tages geht es hierbei um BTC, die im Hintergrund verwaltet werden. Vor allem Institutionelle können diese Bitcoin teilweise kaufen, ohne eben den Kurs zu beeinflussen, da diese Bitcoin over the counter, also nicht im öffentlichen Börsenbuch, gehandelt werden. Das Problem an dieser Stelle ist eben, dass auch sehr, sehr große Trades möglich sind, ohne den Kurs zu beeinflussen. Wenn MicroStrategy jetzt beispielsweise
10.000 Bitcoin kauft und diese bei Coinbase, Bitwarfo oder was weiß ich wo kaufen würde, würde der Preis von Bitcoin ansteigen. Das heißt, wir würden natürlich Stück für Stück immer mehr für diese Bitcoin zahlen. Wenn Sie auf der anderen Seite diese Bitcoin an einem OTC-Desk kaufen, können Sie hierbei eben eine große Menge kaufen, ohne den Kurs zu beeinflussen. Und diese OTC-Desks sind so voll, da die Bitcoin-Miner in den vergangenen Monaten eben große Bestände verkauft haben, allerdings auch nicht auf den Spotmarkt, weil sie den Kurs nicht dumpen wollten. Dafür haben wir jetzt eben auch immer noch über 400.000 Bitcoin auf den OTC-Desk. Ihr seht das hier, die OTC-Desk-Bestände sind trotz der stärkeren Käufernachfrage in den letzten Wochen zeitweise nicht weiter abgefallen. Kauf- und Verkaufsinteresse auf den OTC-Desk ist scheinbar derzeit relativ ausgeglichen. Und das Ding ist halt, dass die großen Institutionellen, natürlich solche Leute wie MicroStrategy, allerdings eben auch die ETFs, an diese OTC-Desks gehen können und dort eben Bitcoin vom Markt kaufen können, ohne den Kurs zu beeinflussen. Ist natürlich gut für die Leute, die große Bestände kaufen, allerdings doof für uns, die den Bitcoin schon vor Monaten gekauft haben und jetzt eben auf weitere Kursanstiege spekulieren. Dabei müssen jetzt natürlich im besten Fall die OTC-Desks etwas geringer ausfallen. Wir sehen es hier beispielsweise, vor einigen Monaten waren auf den OTC-Desks nur rund 170.000 Bitcoin. Dementsprechend mussten die Institutionellen auch an den Spotmarkt gehen, um dort ihre Bestände zu kaufen, und das hat eben zum massiven Kursanstieg geführt. Also im besten Fall würde jetzt die Position der OTC-Desk weiter reduziert werden. Sie muss nicht auf Null fallen, aber zumindest deutlich geringer als momentan, damit wir eben auch das Käuferinteresse der Institutionellen direkt im Markt spüren. Wenn der Bitcoin dann erstmal ausbricht, könnte natürlich ein wahrer Rausch entstehen. So wurde ich auch gefragt. Meinst du, es wird einen Bitcoin-Rausch wie beim Goldrausch geben? Damals gab es ja den sogenannten Gold Rush, was für viele so im Hinterkopf ist, als ob damals die Goldkurse explodiert sind und alle Leute sich auf Gold gestürzt haben. Das klingt zwar bei dem Wording so, tatsächlich ging es allerdings damals eher darum, dass eben Goldvorkommen gefunden wurden. Es gab nämlich damals noch den Goldstandard, das heißt, dein Gold war quasi immer gleich viel wert. Da allerdings eben große Vorkommen an Gold gefunden wurden, konntest du quasi Geld finden. Und das hat dann eben diesen Rush ausgelöst. Das heißt, der Kurs von Gold ist nicht explodiert. Tatsächlich ist sogar die im Umlauf befindliche Goldmenge angestiegen, da eben mehr Gold gefunden wurde. Und das hat sogar zu einer Inflation geführt, da eben in kurzer Zeit viel Gold gefunden wurde. Also es ist nicht zu vergleichen mit Bitcoin, denn wir können jetzt eben keinen Bitcoin-Goldrausch haben, sodass sich irgendwie alle auf das Bitcoin-Netzwerk stürzen. Wir wissen, wir haben die feste Blockbelohnung und die wird sich auch nicht verändern. Wir sehen natürlich, dass die Miner in Bezug auf die Rechenleistung hier immer stärker aufstocken. Also in diesem Zusammenhang entsteht schon ein Rausch. Dieser hat allerdings keinen wirklichen Effekt auf den Bitcoin-Kurs. Trotzdem denke ich, dass die Nachfrage nach Bitcoin natürlich gravierend gesteigert werden könnte, vor allem auch in den nächsten Jahren. Dabei wurde ich in diesem Zusammenhang gefragt, wie stehst du zu der du brauchst nur 0,1 BTC-Theorie? Es gibt ja unzählige Videos auf YouTube, manche Kanäle haben 50 Videos, wo sie sagen, du brauchst nur 0,1 BTC, du brauchst nur 0,0028 BTC, du brauchst nur 0,743769 BTC, und all diese Werte sind natürlich schöne Hochrechnungen. Dabei orientiert man sich dann entweder an den Millionären der Welt, es gibt irgendwie über 40 Millionen Millionäre, nur 21 Millionen Bitcoin, also jeder Millionär kann nur 0,1 BTC haben und dann würde für den Rest der Bevölkerung nichts überbleiben. Man könnte also argumentieren, um zu den Millionären zu zählen, brauchst du ungefähr den halben BTC. Wenn man das Ganze auf die Weltbevölkerung runterrechnet, brauchst du irgendwie 0,0028 BTC oder noch eine Null dazwischen. Und man kann das Ganze sich natürlich hin und her rechnen und vielleicht ist das auch eine interessante Theorie, sehr, sehr langfristig. Ich denke allerdings, dass wir gerade kurzfristig auf jeden Fall noch eine Zeit haben, wo man sehr gut Bitcoin kaufen kann, gerade auch über einen sehr, sehr langen Zeithorizont gesehen. Und warum sollte ich jetzt nur 0,1 BTC kaufen? Weil ich dann schon zu den Top 1% zähle, wenn ich vielleicht auch das Ziel setzen kann, 0,5 BTC zu kaufen, um mich damit eben für die Zukunft noch besser zu positionieren. Also es sind schöne Ziele, gerade natürlich auch interessant, um das Ganze langfristig zu betrachten. Allerdings versuche ich momentan eher insgesamt mehr BTC-Bestände zu haben, um mich langfristig aufzustocken, und werde hier nicht bei irgendeiner Grenzzahl dann auf einmal die Akkumulation einstellen. Kommen wir zu Fragen bezüglich meiner eigenen Strategie, deine Preisziele für Gewinnmitnahmen bei BTC und ETH. In Bezug auf die großen Assets, vor allem Bitcoin, ETH und vielleicht auch noch ein, zwei andere Top-Assets, konzentriere ich mich vor allem auf den Bitcoin bzw. die Marktstimmung. Denn der Fear and Greed Index ist meiner Meinung nach einer der besten Indikatoren. Ja, es klingt bescheuert, die Vergangenheit zeigt uns allerdings, dass wenn der Markt zu gierig wird, Ausstiegschancen für den Bitcoin definitiv nicht
verkehrt waren. Selbst im aktuellen Jahr, im März, sahen wir, dass die gierige Marktphase so leicht zurückgekommen ist und auch das war schon wieder ein Mid-Top-Signal. Im vergangenen Zyklus haben wir natürlich gesehen, gerade 2021, als wir in die Parabole-Phase gegangen sind und der Bitcoin stumpf nach oben gelaufen ist, dass wir hier über mehrere Monate eine FOMO-Stimmung hatten und genau das ist der Grund, warum ich auch keine Einzelkäufe oder Verkäufe tätige, so wie ich per Dollar-Cost-Average nach unten hin immer größere Bestände kaufe, verkaufe ich eben auch nach oben hin, sobald mir das Ganze zu gierig wird. Dabei bewerte ich natürlich den Zyklus auch darüber hinaus. Ich habe noch andere Metriken, die ich in diesen Videos ja auch regelmäßig vorstelle. Beispielsweise war es allerdings auch alleine in Bezug auf den Fear & Greed Index 2021 natürlich normal, dass wir nach dem Ausbrechen auf ein neues All-Time-High hier in eine gierige Marktphase laufen, was jetzt eben nicht Grund genug für mich war, jetzt zu verkaufen. Für mich lohnt sich ein Verkauf immer dann, wenn jeder und alles über dieses Asset spricht. Bei Bitcoin natürlich relativ einfach anhand der Trends und Co. zu erkennen, aber auch bei Altcoins ist es oftmals so, dass die Coins, wenn dann auf einmal jeder YouTuber darüber spricht, genau zu diesem Zeitpunkt ihren lokalen Höhepunkt erreicht haben. Gerade bei der Altcoin-Analyse gibt es natürlich noch weitere Punkte, die man beachten muss, aber das mal so als Grundstimmung. Ich konzentriere mich vor allem auf den Fear & Greed Index. Er ist einer meiner Hauptindikatoren. Ich werde allerdings in Zukunft nochmal ein ausführliches Video zu Ausstiegsstrategien machen. Im besten Fall kombiniert man das Ganze natürlich auch mit den fortlaufenden Zyklen. So wurde ich gefragt, wie kann man die einzelnen Zyklen erkennen? Altcoin versus BTC. Ich habe das Ganze mal unterteilt und es gibt so quasi einen Dreifachzyklusverlauf. Klingt jetzt ein bisschen bescheuert, ich habe das Ganze einfach mal für euch chronologisch aufgelistet. Der größte und bekannteste Zyklus, den wir wohl kennen, ist der Halving-Zyklus. Das heißt, die Theorie besteht darin, dass durch die Reduzierung des Bitcoin-Angebots durch das Halving der Preis steigen muss. Angebot und Nachfrage, bleibt die Nachfrage gleich, wird das Angebot aufgrund des Halvings allerdings reduziert, steigt der Preis. Das Halving findet alle 210.000 Blöcke statt, also im Schnitt alle 4 Jahre. Mit dem Halving wird die Blockbelohnung um die Hälfte reduziert und damit das neue Angebot, welches in den Markt kommt, eben knapper. Wenn die Nachfrage gleich bleibt, das Angebot allerdings knapper wird, kommt es in der Regel zu einem Preisanstieg und so haben wir es in den letzten Zyklen auch immer wieder gesehen. Dabei ist das auch nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern es braucht etwas. Vor und nach dem Halving-Event gibt es oft spekulative Preisentwicklung. Das heißt, man versucht, das Ganze schon bereits einzupreisen. Die Händler liegen allerdings meistens falsch, sodass es dann auch teilweise nach dem Halving erstmal zu einer Konsolidierungsphase kommt. Jetzt gerade befinden wir uns etwas über 12% nach dem Halving im April in Bezug auf den Gesamtzyklus betrachtet. Und wir sehen das gerade auch in den vergangenen Zyklen in dieser Marktphase bzw. in den Monaten nach dem Halving kurstechnisch nichts Gigantisches passiert. Allerdings wird das Angebot vom Markt irgendwann komplett absorbiert sein. Dann merkt der Markt, es gibt ein geringeres Angebot. Wenn die Nachfrage gleich bleibt oder sogar noch steigt, entsteht eben FOMO und der Gesamtmarkt steigt nach oben. Jetzt gerade befinden wir uns noch in dieser Verteilungsphase. Zu Beginn des Videos sprachen wir über die OTC-Desk. Diese werden eben teilweise noch ausgeschüttet, bevor wir dann eben auch in die voll entfaltete Bullrun-Phase reinlaufen. Der Markt stabilisiert sich quasi immer nach dem Halving, bevor dann ein neuer Bullenmarkt einsetzt. Dann sehen wir, wie der Markt wieder versucht, einen neuen fairen Wert zu finden. Der Kurs explodiert, bis es dann irgendwann zu einem Top kommt, weil der Markt eben diesen fairen Wert überschritten hat und einfach irrational angestiegen ist. Dann entsteht vor allem eben auch FOMO und ich beginne mit meinen Ausstiegen. Der zweite große Punkt, auf den ich immer gerne achte, ist natürlich die Umschichtung von Bitcoin in die Altcoins. Wenn der Bitcoin Bullrun komplett entfaltet ist, sind die Anleger so gierig, dass ihnen die Renditen von Bitcoin nicht mehr reichen. Das sorgt am Ende des Tages dann auch für den Bärenmarkt, denn diese Angst, etwas zu verpassen, sorgt eben für dieses Blow-off-Top. In diesem Fall sehen wir dann allerdings, wie die Anleger vor allem nach Alternativen suchen, Alternativen sowie Altcoins. In diesem Fall sehen wir dann oft, dass die Bitcoin-Dominanz irgendwann anfängt zu fallen. Das heißt, dass der Bitcoin prozentual gegenüber dem Altcoin-Sektor etwas an Luft verliert. Und im Umkehrschluss heißt es ganz einfach, mehr Kapital fließt in die Altcoins als in den Bitcoin und dementsprechend sinkt die Dominanz des Bitcoins. Das sahen wir zumindest in den vergangenen Zyklen. Das bedeutet übrigens nicht, dass der Bitcoin unbedingt abstürzen muss. Gerade im letzten Zyklus sahen wir, wie der Bitcoin-Kurs weiterlief, obwohl seine Dominanz
nach unten gegangen ist. Es wurde einfach insgesamt mehr Geld auf die Märkte geschmissen, prozentual etwas mehr auf die Altcoins, weshalb die Dominanz des Bitcoins etwas gelitten hat. Kommen wir an dieser Stelle zum dritten, meiner Meinung nach sehr relevanten Punkt, und das ist die jeweilige Verteilung. In der Regel fließt das Geld nämlich von Bitcoin erstmal rüber in beispielsweise ETH, da man sich dort eben größere Renditen erhofft. Momentan ist es so, dass Bitcoin 1 Billion US-Dollar höher bewertet ist als ETH, dementsprechend natürlich das Potenzial bei ETH scheinbar größer ist. Von ETH fließt das Geld dann in andere Large Caps, dann in kleinere Assets und schlussendlich in die Meme Coins. Zumindest war es eben in den vergangenen Zyklen so, und das muss man an dieser Stelle berücksichtigen. Oftmals sehen wir eine ähnliche Entwicklung wie in der Vergangenheit, allerdings nicht unbedingt eine direkte Entwicklung. So sahen wir auch im aktuellen Zyklus schon, dass bevor große Projekte groß angestiegen sind, die Meme Coins durch die Decke gegangen sind. Dementsprechend sind diese Zyklen, die man hier erkennt, natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. Es muss nicht jeden Bullrun immer wieder genau dasselbe mit derselben Reihenfolge passieren. Man darf das Ganze nicht statisch sehen, sondern muss sich den Gegebenheiten anpassen und dementsprechend auch seine eigenen Strategien immer wieder überarbeiten. Ich hoffe, mit dem heutigen Video konnte ich euch einen Mehrwert bieten. Falls dem so ist, denk daran zu bewerten. Falls du dich noch weiter im Markt positionieren möchtest, dann check gerne den ersten Link in der Videobeschreibung. Bei Bitwarbe Powered by Hive gibt es aktuell noch einen exklusiven 10€ Bonus. Ebenfalls gibt es dort ganz einfach Sparplanfunktionen, damit du auch bestens vorbereitet auf die nächsten Monate bist. An dieser Stelle vielen Dank für den Support und die Unterstützung. Euch noch ein entspanntes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Ciao, Freunde.